So, läuft alles, Handy läuft auch, muss mir nur ein bisschen was besser hinkneten vom Mikrofon. Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier in Transistor drin. Bin ja nach wie vor hier in unserem Unterschlupf unterwegs. Oh, hier ist sogar noch eine Tür offen. Ach nee, das ist der Praxistest, stimmt. Da kannst du ja so rummalen, wie du möchtest in diesem Räumchen. Das stimmt, so war das ja. Und ja, ich hatte ja in der letzten Aufnahme zum Ende der letzten Aufnahme, so kann ich dann dir sagen, mal gesagt gehabt, wir können ja erstmal, wir sind hier so ziemlich bis zur Hälfte schon durch mit den ganzen Räumen insgesamt und wir können hier erstmal weitermachen, aber ich glaube, ja, da musst du erst im Spiel dann eben weiter voranschreiten, so war das doch, ne? Weil wenn jetzt wieder ein bisschen was länger draußen, da steht die Luna noch rum, auch eben gesehen beim Einsteigen ins Spiel dann. Stimmt, sie will ja immer noch mit dem Ball dann spielen. Bleibt das jetzt gespeichert auf dem Ball, wie viel Bounces der hat? Ja, Sprungzahl 29. Da ist mir die Luna schon aufgefallen, ja. Und hier drin, hier können wir jetzt erstmal nicht viel machen. Außer natürlich da oben noch Musik hören, aber das wollen wir gar nicht. Ich möchte erstmal ein bisschen, muss mir doch noch mal ein bisschen was bequemer hinsetzen. Erstmal noch ein bisschen in der Story weiter voranschreiten, beziehungsweise in der Welt dann, ne? Da doch dann, liebend gern. Mal gucken, was da los ist. Ich glaube, Transistor geht's jetzt wieder dreckig, oder? Ich weiß gar nicht, was da los ist, ey. Ich wollte mir eigentlich informieren, kann das sein darüber? Anyway, like I was saying. What was I saying? Ja, stimmt, der ist wieder rot hier auch. Rot ist er da auch, im Äugchen, da wo der Prozessor untersitzt. Da wollte ich mir doch noch informiert haben, na zumindest sagte ich das mir so, wollte das für mich daneben getan haben, im Internet mal gucken, ob es dadurch auch kommen kann, dass wir da ja so manche Attacke schon verloren haben, dass wir da so fast am Abnippeln sogar schon manchmal waren. Vielleicht deswegen. Wartungszugriff, Zugriffscode 0451, was denn da? Ach so, das ist der Shortcut dann. Ich glaube, hier hinten geht's doch dann weiter. Da habe ich da auch nicht geguckt. Das Rückgrat der Welt, sagt Transistor. Ich glaube, jetzt geht's hier so ziemlich zügig daneben knackig voran. Mal gucken, was los ist hier hinten. Da bin ich ja mal gespannt. Eieieiei. Would you look at the time? Welche Zeit denn? Von welcher Zeit hast du da eben gesprochen? Komm mal hinter ihm. Gib mal für Meucheln einen drauf. Boah, Doppelgänger, der hält viel aus. Warum? Warum? Bounce nochmal rauf oder was? Oh, Bounce geht. Bounce geht. Wenn er jetzt nicht wegrennen sollte, der Bauer. Geht das? Wer haut mich ab? Okay. Boah. Der Dicke kommt. Wie soll ich denn den Riesenfuß da, der nach uns stampft, da irgendwie aufhalten bloß? Da habe ich bis jetzt noch keine Erklärung zu. Aber warum gehst du nach vorne auch, Red, bei der Attacke? Da kommt das Beinchen wieder. Wie, Ed hat ihn zerstampft? Nix wie weg hier. Ah, wir müssen hier eigentlich nur durch. Okay. Gib mir mal das. Du kommst da nie durch. Du kommst da nie durch. Ach so, du musst hier einfach bloß zickzack laufen, oder wie? Hinten lang gequetscht. Okay. Dass das so geht. Das wusste ich auch nicht. Aber tatsächlich so eine Art Labyrinth ist das dann. Uiuiui, ich hab nur noch ein Fitzelchen. Dann hier rein, da oben weiter. Haben wir ihn jetzt abgehangen? Krieg meine Energie wieder? Oder lauert da oben? Hier ist auch wieder ein Schatten unterwegs. Ich habe keine Ahnung, warum. Was der will. Ob das andere Online-Spieler sind oder ob das Aufzeichnungen anderer Online-Spieler sind? Ich glaube, so viele spielen das Spiel gar nicht mehr. Wollte vorhin noch knobeln, als wir hier am Anfang waren, der Aufnahme. Die wievielte Aufnahme das doch wäre.
Das wüsste ich gar nicht. Die erste, die war ja nicht so lang. Ich glaube, da habe ich... Was los mit dir, Transistor? Da habe ich, glaube ich, 12 Folgen oder so runtergerissen. Kann das sein? Kann das sein? Oh ja, darauf habe ich gewartet, auf diesen Teil. Da können wir uns doch heilen dran, ne? Was ein Glück, ist da nichts zerstört hier unten an der Attacke. Und ich wollte, ja, habe ich das schon getan? Das weiß ich nämlich auch noch. Ich wollte doch hier unten, hier im passiven Slot, da wollte ich doch ausrüsten, dass da der Sauger, der Staubsauger, wo ist denn der? Den wollte ich doch da reingedrückt haben. Ja, in der ersten Folge 12 dann, glaube so in etwa 12, in der ersten Folge, in der ersten Aufnahme 12 Folgen und die womöglich, kann gut möglich sein, auch in einer einzigen Aufnahme dann runtergerockt, ne? Das kann doch gut möglich sein. Ja, da habe ich einen weiteren Strich da oben noch frei. Das würde bedeuten, wir sind jetzt in einer... Insgesamt betrachtet in der vierten, fünften Aufnahme hierzu nur. Ich dachte, ich wäre hier schon mega lang drin, ey. Dachte, ich wäre zuvor auch mega lang drin. Weil die älteren Folgen von wann waren die? Von 2015, glaube. Da hatten wir doch die Riesenpause dann drin, oder ich zumindest dann. Das stimmt. Stimmt, den hier hinten, den hatte ich auch ausgerüstet. Der kommt ja dann auch rausgeschossen, wenn man ihn aktiviert. Hier, du bist aber schon ausgerüstet. Also überall da, wo, das weiß ich ja jetzt auch, mittlerweile schon, habe ich gelernt. Überall da, wo solch goldener Rand oben drum ist, ist hier irgendwo schon belegt. Also auch den Sauger-Dings hier. Warte mal, dich habe ich hier hinten drauf. Was machst denn du im passiven Slot? Mach dich nach Eliminierung eines Ziels unsichtbar und schneller. Auch nicht verkehrt. Ich lasse das, wir latschen damit jetzt erstmal weiter. Und da müssen wir mal gucken, ich glaube... Ja, wenn er denn davon geredet hat mit Rückgrat der Welt... ich glaube, das wird doch... Hier oben dann irgendwo, kann ich mir vorstellen, auf uns auch lauern jetzt, oder? Hier geht's auf jeden Fall schon zur Sache... Werden wir die beiden Stäbchen hier übernehmen? Kann ich euch denn... Warte mal, nee. Mach mal nochmal zurück. Oh, noch nicht zum Anfang. Ach so, ich muss hier oben dann. Ich muss erst wieder reinkommen ins Spiel, ey. Ich muss ja da oben dann klickern, wenn ich bloß eine Stufe zurückgehen will, nicht hier unten dann. Ich möchte eigentlich bloß diese Attacke... Na, nee, geht nicht. Warte mal. Vielleicht Entferntaste? Nee. Stell dich mal nochmal hier hin, please. Ich möchte aber bloß darauf zirpen. Ja, ganz genau so. Okay. Die Attacke ist gut. Die ist genauso, wie ich sie haben wollte eigentlich, weil ich dachte, ich hätte hier auf Crash gar nicht mehr... Doch, da ist er doch, da unten. Oh, ich bin blind heute. Diesen Laserbeam, dachte, der wäre gar nicht auf Crash drauf, auf die Attacke Crash. So, her mit euch, wir werden unsichtbar. Was? Schon wieder, oder was? Ist das gemein? Und hier sind überall solche Stäbchen, die natürlich die Gegner dann wiederum heilen. Wie viel kann ich denn Crash? Oh, Crash kann ich hier oben richtig doll viermal anwenden auch. Warte mal, dann ziehen wir uns mal hier hin und werden euch mal beide auch noch was mitgeben. Aber ja, ihr geht nicht down. Ich dachte, ihr werdet dann down, aber da habe ich auch nicht nachgeguckt. Da hatte ich noch nicht mal einen Balken, glaube ich, für. Müssen wir so mal probieren. Nee, die gehen nicht down dort. Okay. Oh, der hat da oben auch was zerstampft gerade. Dieser Fuß, oh, ich bin zu spät. Eieiei, was sollst du denn gegen den machen? Und warum wird einem nicht angezeigt, wo der einschlägt und dass man ja eben anhand von solch Schatten oder sowas, dass man da eben noch ausweichen kann? Das wär doch. So, du kriegst da auch gleich eine mit. Ok,
geht Röschild? Lass mir mal hier rüber dann. Ah, das ist zu lang. Das ist zu lang für zwei Attacken, oder? Nee, das langt noch. Das langt noch. Die kriegen wir auch beide hier. Die können sich ja warten, Glück nicht bewegen. Heißt, da schlägt auch nichts viel. Oh doch, da ist ein Schatten dann. Okay. Wollte doch meinen. In Games wird doch immer wieder gern solch Schatten oder sowas genommen. Wenn irgendwas von oben reinprasselt. Was das auszuweichen daneben gilt, was du nicht groß bekämpfen kannst. Ja, mit die Zelle. Oh, den hier unten, den wollte ich auch noch mitnehmen. Den Sack. Ja, besser von hinten. Besser von hinten. Ich zirp hier nur unnötig rauf. Auf euch beide. Ah, nee, 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 nee. Wollte doch hier oben gelöscht haben. Ey, wie kann ich bloß einen einzigen Schritt zurückspringen? Ich bin schon wieder so weit raus, dass ich das noch nicht mal weiß. Ach da, der geht doch hier unten, oder was? Bloß weil der Latschbalken vorhin ein Latschbalken insgesamt war und nicht als, ja, zwei Züge daneben galt. Okay. Dann gehen wir mal hinter dich. Warte mal, wir machen mal normal. Wir gehen mal direkt hier so hin. Würde sagen, dass ich gleich durch beide... Ah, mach doch keinen Scheiß! Durch beide zirpen kann. So, dann müsste Ed Meucheln geben, ganz genau. Von hinten dann wieder raufgezirpt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, Red. Na, ich will da oben auch jetzt. Ah, mein Hirn, das krieg's nicht hin. Ich wollte da oben auch wieder zurücksetzen. Machen wir so, na, das zirpt gar nicht rein, oder? Na doch, jetzt. Bounce ist das. Krieg nur eine runter? Na, wir hauen erstmal drauf. Oh, okay. Doch gelangt. Hey, hau ab, Red. Wo soll denn hier noch was sein? Ich muss jetzt... Ach, ich muss jetzt. Okay. Dann hauen wir da ihm rauf. Ja, geschützt durch was geschützt, ey. Da zieht's ja noch. Du hast ja noch nicht mal einen Balken. Ich wollte gerade sagen, da zieht's ja noch nie mal was vom Balken ab. Aber du hast ja da noch nicht mal einen Balken. Musst du den Fuß hier vielleicht irgendwo reinlotsen? Da, wo er nicht hinstampfen soll? Wer weiß, ey. Geschützt. Soll ich mir meinen Bauer holen? Passiert, da passiert gar nichts, oder was? Stampfen wir nochmal zu. Hä? Moment. Switch. Ist das nicht der Wow? Ach nee, hier ist der Wow. Und der ist jetzt aber geblockt, oder was? Ach so, ja, stimmt. Den kannst du ja bloß von außen nehmen, oder? Oh, ich muss wieder zusehen, hier reinzukommen. Weil das auch so... Stimmt, ich hab zwei hier. So komplex ist alles. Also ziemlich komplex, gerade wenn du eine Weile lang draußen bist und solche Games eigentlich gar nicht zockst weiter. Du guckst ja hier in Animal Crossing gerade rein oder in Assassin's Creed dann. Das stimmt. Und dann, ja, nach Wochen dann eben eine neue Aufnahme hier drin zu starten, das ist manchmal recht heikel, dann eben wieder klar zu sehen in solch Spiel. Vielleicht krieg dich von hinten. Ja, wo ist bei dir hinten? Wenn das hier vorne ist, dann ist dahinter bestimmt hinten. Warte, Mike, probiert mal. Klingt ja nur logisch. Dass wir da auch Meucheln drauf kriegen, aber glaube nicht. Nee, da kriegst du nichts. Da kannst du nichts machen. Eine Kombo von 150. Da kannst du echt nichts tun. Nee, davor auch nicht. Der muss schon unten sein und irgendwo musst du treffen oder irgendwo musst du ihm reinlotsen. Ich weiß nicht wo. Hat der Rote hier unten vielleicht was zu sagen? Dieser rote Container?
Das weiß ich gar nicht, ey. Ja, raufzirpen, das bringt ja nicht groß viel. Sonderlich viel. Ist hier noch irgendwo was los? Da, wo der Fuß halt eben mal reinstampfen kann. Warte mal, wir kommen hier... Ah, ich muss wieder abhauen, oder was? Ich muss hier wieder abhauen, oder wie? Oh, sagt mir das doch. Hier ist kleine Attacke, futsch. Wo bleiben meine Wurfskills? Die stehen da hinten noch, oder was? Oder sind die schon wieder despawned, weil das ganze Vorgeplänkel da irgendwie zu lang gedauert hat? Oh, das muss man mir doch klar machen. Ich versuche da ständig raufzuzirpen auf dieses Bein. Oder was auch immer das sein soll. Vielleicht ist das auch der Kopf und er versucht zuzubeißen damit. Wer weiß. Ja, du brauchst gar nicht versuchen abzuhauen. Hä? Er lebt denn noch? Ich hab doch zweimal, oder nicht? Hab ich da nicht zweimal raufgehauen, ey? Oh, ist das ätzend. Also einmal das normale Crash und zweimal doch hier mit Bounce oder wie auch immer das heißt. Ja, ist doch Bounce da unten. Die zweite Attacke in meiner Leiste. Oh, wie ätzend. Ja, wohin mit uns? Wohin mit uns? Wir können hier nirgendwo hin, glaube ich, ne? Hör mal. Wir hauen hier einfach mal ab vom Bein. Musst du ja da oben einschlagen. Und hier unten kommst du nicht runter. Ja, wohin? Gute Frage. Tür kannst du auch nicht rein. Kannst du vergessen. Irgendwo anders noch aufsprengen? Ja, womöglich, womöglich. Ist irgendwo anders noch eine Wall ist aus solch weißen Kanistern dann eben, aber... Ah, okay. Hier oben. Dann raus. It took off. Oh, Mann, Leute. Ist abgehauen, sagt er. It took off. Glaubt er. Zumindest. Ja, jetzt müssen wir erstmal um die Wurfkes bangen. Die hat er uns geklaut oder die wurden uns da unten geklaut. Mir zumindest. Der ja hier vorsitzt und zockt. Nee. Das ist ja scheiße, das ist ärgerlich. Weil, ja, mir war so, ich hatte doch zweimal bei uns angeklickt und die zweite Attacke, die kam einfach nicht, ey. Und dass er dann überhaupt noch gelebt hat, da war doch nichts mehr drauf auf dessen Balken. Das meine ich. Ah, ärgerlich. Naja, es ist nur der Wuffkes dahingeschieden, okay. Beschädigt und stört Ziele in der Nähe und deckt deren Schwachstellen auf. Upgrade-Slot bewirkt, dass die meisten Funktionen Ziele betäuben und stören. Transportiert den Benutzer zum nächstgelegenen, direkt vorausliegenden Standort. Ermöglicht während der Erholung von Turn die meisten Funktionen. Ja, nützt mir ja beides nicht. Die könnte ich jetzt noch ausrüsten, weil ich habe ja hier noch ein bisschen Mem frei. Aufgrund des Wurfges, der ja hier unten nur raus verschwunden ist, mitsamt seinen beiden. Na, eine von den beiden war ja bloß drauf. Ich glaube, hier dann das. Das war da drauf. Schießt eine schnelle, instabile Hülle ab, die sich in explosive Partikel aufteilt. Ja, nehmen wir dich erstmal mit. Ach, das ist doch alles. Wieder mies gelaufen da. Wieder mies gelaufen. Was willst du dazu anderes sagen?